Lieber Joachim, nachdem wir also jetzt ein wenig über Toleranz und so und über Ethik gesprochen haben, komme ich jetzt zu einer sehr pragmatischen Frage. Wie ist deine persönliche Meinung zu den sogenannten E-Clubs und Hybrid-Clubs? Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz definieren, was darunter zu verstehen ist. Und welchen Eindruck hast du durch deine Clubbesuche bekommen, wie die rotarischen Freunde zu diesen E-Clubs steht? Und die dritte Frage, hast du mal an einer E-Club-Meeting, an einem E-Club-Meeting teilgenommen? Die rotarischen Freunde sehen das ganz unterschiedlich, aber eigentlich mehr abwartend. Es gibt ganz großes Misstrauen, weil natürlich ein Widerspruch gesehen wird zwischen einer Kommunikation in einem Meeting über digitale Medien und der Schaffung von Freundschaft. Die meisten sind der Meinung, Freundschaft geht nur, wenn man sich auch physisch sieht, wenn man face-to-face zusammen ist. Ich habe selber an einem Meeting eines E-Clubs teilgenommen, allerdings war das ein Face-to-Face-Meeting. Interessanterweise aber werden auch bei diesen Face-to-Face-Meetings technische Möglichkeiten geschaffen, dass jemand, der nicht teilnehmen kann, aus der Ferne sich einschalten kann. Meine Meinung ist, an dieser Art von Rotary-Clubs kommen wir gar nicht vorbei. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass künftig auch Hybrid-Meetings, Hybrid-Clubs entstehen, sodass in einem Meeting-Lokal, wo es heute ja zumindest schon den Beamer gibt, künftig auch die technischen Gegebenheiten, die technischen Fazilitäten gibt für, über Skype zum Beispiel, für eine digitale Kommunikation mit der ganzen Welt. Das heißt, wenn jemand nun an dem Meeting nicht teilnehmen konnte, aber es einen wunderbaren Vortrag gibt, den er gerne hören möchte, dass man dann nur ein paar Knöpfe zu drücken braucht, sodass jemand aus Singapur oder wo auch immer an diesem Meeting teilnehmen kann, um den Vortrag zu hören oder vielleicht sogar etwas aus seinem Standort, den er soeben hat, einspielt in das Meeting. Also wenn ich deine Antwort richtig interpretiere, siehst du diese E-Clubs auch in kleineren Distrikten wie hier bei uns durchaus positiv und meinst, die Zukunft kann ohne diese E-Clubs gar nicht mehr, auch rotarisch nicht mehr oder daran nicht mehr vorbeikommen. So ist es und Rotary International oder der COL, der Council of Legislation, hat ja inzwischen die Grenze von maximal 2 E-Clubs pro Distrikt aufgehoben. Da war ich auch erst etwas misstrauisch, weil ich mir dachte, man hätte doch erstmal ein bisschen mehr Erfahrung sammeln müssen. Aber diese Erfahrung ist in dieser Welt schon gesammelt worden und ich glaube, der Weg ist richtig. Also du meinst, es ist eine Situation, wie wir in der heutigen Welt zusammen uns auch kommunizierend treffen können, und nicht nur von dem RI eine Möglichkeit geschaffen worden, um mehr Mitglieder zu Rotary zu bringen. Genau. Und ich möchte gerne an dieser Stelle auch auf den Begriff Toleranz zurückkommen. Auch erwähnen, dass ich voll und sehr anerkenne, wenn Clubs sagen, nein, das kommt für uns nicht in Frage. Und wir werden das auch künftig, wir würden nie ein Hybrid-Club werden. Das kann jeder Club für sich entscheiden. Und das ist eben wirklich das Schöne an Rotary, dass die Souveräne die Clubs sind. Ja, es ist schön, dass du nochmal auf die Autonomie der Clubs hingewiesen hast. Eigentlich in allen Beziehungen und darum brauchen wir gar nicht solch große Angst zu haben, was uns von der RI immer aufgedrängt wird. Wir haben ja die Möglichkeit, das für uns zu gestalten, wie wir das im rotarischen Rahmen möchten. Ich danke dir sehr, aber ich möchte dir doch noch eine Frage stellen und zwar betrifft das dein zweites Halbjahr. Vielleicht kannst du uns doch ganz kurz sagen, was deine Ziele für das zweite Halbjahr sind, nachdem du ja nun das Wichtigste von unserer Governor-Tätigkeit, die Clubbesuche, abgeschlossen hast. Ich möchte nur 2 Stichworte geben. Einmal, ich wollte ganz gerne auch einen neuen Club gründen, das werden wir wahrscheinlich nicht tun. Wir werden aber aus den Überlegungen zu diesen Clubgründungen heraus Potenziale nutzen für vorhandene Clubs, die das dringend erforderlich haben. Das ist das eine. Das andere ist, ich wurde immer gefragt und es gibt auch Antworten dazu, was wird mit dem Thema Ethik nach dem Jahr, nach meinem Jahr. Und ich habe mir vorgenommen, dass im zweiten Halbjahr diese Fortführung oder all das angesetzt wird,
was dem Thema Ethik auch für Rotary, auch bei uns im Distrikt, ein bisschen Nachhaltigkeit verschaffen soll. Schön. Vielleicht eine letzte Bitte. Sag doch noch, wann deine Distriktskonferenz ist und wo die stattfindet, denn ich finde, das ist ja für den Governor das Highlight und das sollen deine rotarischen Freunde schon jetzt wissen, wann und wo sie dich dann in dieser Funktion abschließend noch einmal erleben können. Wir werden am 21. Juni die Distriktkonferenz in Camp Lindford haben, in der Stadthalle. Das hat sich geändert aus bestimmten Gründen. Und am Tag vorher ein Golfturnier veranstalten. Und wir werden die zweite Hälfte, den Nachmittag, verleben in Schloss Blomersheim und werden da ein wunderschönes Konzert haben und werden auch am Vormittag einen herausragenden Vortrag haben, der ein kleines Tüpfelchen auf das I in Sachen Ethik sein wird. Lieber Joachim, ich danke dir sehr für den Vortrag. Wir haben wieder gemerkt, wie sehr du oder wie sehr Ethik für dich doch ein ganz entscheidendes und dein Jahr prägendes Moment ist. Ich wünsche dir weiter ganz viel Erfolg und freue mich schon jetzt auf den Ethiktag und natürlich auf die Distriktskonferenz. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Erich. Und mir hat es sehr viel Freude gemacht, dieses Gespräch, und ich hoffe, unseren Zuhörern und Zuschauern auch ein wenig. Vielen Dank.